Entschuldigung. Sie brauchen sich nicht jeden Morgen zu entschuldigen. Morgen. Guten Morgen, Frau Bogdan. Schauen Sie meinetwegen auf die Uhr. Nein, nein. Na du? Na, was meinst du, wie viel? Umsatz? Heute? 20.000 tippe ich. Sie haben diese Woche schon dreimal richtig getippt. 40.000. Wir werden sehen. Sie nicht. Los. Einsacken alles, was da liegt. Umdrehen. Keine Tricks. Los. Und das Collier aus dem Fenster. Eins, zwei, drei, vier. Mein Gott, ich bin deine Nähmaschine. Fünf, sechs. Wo ist denn Heimann? In Urlaub. Sagen Sie, können Sie mir im Laden zeigen, wo Sie gestanden haben, da am Tisch, als Sie die Schmucksachen ausgegeben haben? Nein, ich kann keinen Toten sehen. Und schon gar nicht, wenn ich ihn gekannt habe. Frau Bogdan, da ist doch ein Alarmknopf unter der Tischplatte. Warum haben Sie den nicht gedrückt? Mein Gott, weil ich Angst hatte. Kennen Sie keine Angst? Natürlich. Ja, was fragen Sie dann? Weil ich Ihre Antwort hören wollte. Verzeihen Sie, ich muss Sie das fragen. Ist das die Waffe Ihres Mannes? Ja. Ja, was ist nun? Sechs Einschüsse hat er. Den Rest müssen Sie von der Obduktion erzählen lassen. Ja. Martin. Ja? Wo stecken hier alle? Wo wir alle stecken? Wir suchen Zeugen. Ja, und? Bis jetzt nichts Richtiges.
Ja, einen Moment mal. Würden Sie bitte einen Moment mal kommen? Erzählen Sie bitte dem Kommissar, was Sie gesehen haben. Ja, also da kam ein Mann raus. Ja, und weiter? Ja, ich habe mir nichts gemerkt. Ich dachte, die machen da Film- oder Fernsehaufnahmen. Hat er die Maske noch auf, wie er rauskam, oder war die schon runter? Er zog sie, glaube ich, runter, als er rauskam, ja. In welche Richtung ist er gelaufen? In welche Richtung? Das ist eine gute Frage. In die, ja, in die. Und dann wieder um die Ecke. Gäste! Ich muss Frau Klein ins Krankenhaus schaffen. Sie steht unter einem ziemlichen Schock. Ja, tun Sie das, Doktor. Ich brauche dann noch Ihre Personalien. Ah ja, ich habe hier eine Karte. Baron Burgschwert. Kann ich jetzt gehen? Sie dürfen. Wir melden uns dann. Danke. Wir haben zu danken. Irgendwann kommt einer mal auf so eine Idee. Auf was für eine Idee? Läuft gar nicht mehr weg, da braucht kein Auto und nichts. Da geht um die Ecke rum und bleibt im gleichen Haus. Vielleicht in so einer kleinen Pension. Kommt sie denn darauf? Ja, weil er mit Recht annimmt, dass er hier nicht sofort von der Polizei gesucht wird. Weißt du, was sie jetzt machen? Ja, wie soll ich das wissen? Du guckst doch. Der eine, der etwas dicke, der Kommissar, guckt wieder nach oben. Und Frau Klahn bringen Sie zum Krankenwagen. Mein Gott. Und das in unserem Haus. Die arme Frau. Sie braucht dir nicht leid zu tun. Er sollte dir leid tun. Wieso er? Jetzt geht der junge Mann, der vorhin hier war, auf unseren Hauseingang zu. Wieso er? Wieso soll er mir leid tun? Er ist tot. Sag einmal, Dr. Müller ist doch seit Jahren nicht bei uns abgestiegen. Ich muss Sie leider noch mal stören. Ach, sagten Sie nicht vorhin, Sie gehen nicht in die Gästezimmer und gucken? Jetzt ist es doch etwas anderes. Ah, ja, ja. Haben wir etwas nicht richtig beantwortet vorhin? Doch, doch. Sagen Sie, ist in den letzten 2 Stunden außer mir jemand hier rein und raus gegangen? Beides nicht. Unsere Gäste sind normalerweise Geschäftsleute, Vertreter. Die sind alle um 7 aus dem Haus. Hat jemand in den letzten Tagen hier gewohnt, den Sie nicht kannten? Ist heute früh jemand ausgezogen? Ach ja. Ja, Tillmann. Tillmann Steinberger in Düsseldorf am Wall 7a. Ja, was ist denn? Herr Bernsdorf. Ach, ja, Herr Bernsdorf, den habe ich ja ganz vergessen. Der ist vor einer Stunde gekommen. Ohne Gepäck? Er ist zum ersten Mal bei uns. Er ist noch auf seinem Zimmer. Wo ist denn das Zimmer? Ganz oben, Tür 12. Bitte kommen Sie. Ja. Entschuldigen Sie die Störung, Herr Bernsdorf. Oh! Ja, das darf doch nicht wahr sein. Oh! Harry A. Schneider. Als er da unten getürmt ist, hätte ich auch verschwinden sollen. Es läuft ein Haftbefehl gegen Sie, das wissen Sie doch. Scheckbetrug. Ja, das weiß ich. Und warum sind Sie nicht abgehauen? Als das da unten gelaufen war und der Typ da weg ist,
Wo die Polizei da war. Da habe ich mir was gedacht. Ah ja? Ich habe mir gedacht, hier sucht doch bestimmt keiner. Danke. Brenner hat den Haria Schneider festgenommen. Der wird gerade runtergebracht. Was? Ja. Den? Guck mal an. Frau Bogdan, darf ich Sie mal bitten? Ja. Schauen Sie mal, der? Ist geschlossen. Der war nur die Hälfte von dem. Nur kleiner, zierlicher. Irgendwie jünger in den Bewegungen, verstehen Sie? Ja, ich verstehe. Ist Ihnen sonst noch was aufgefallen an dem? Er hat während dem Überfall Handschuhe getragen. Ja, das haben Sie oft. Aber er hat sie die ganze Zeit anbehalten. Ja, das müssen Sie, ja. So dünne Lederhandschuhe. Bordeaux-rot. Eigentlich Damenhandschuhe. Bordeaux-rot? Bordeaux-rot. Moment bitte. Herr Meier, haben Sie gehört? Nee, was? Bordeaux-rote Handschuhe, Mensch. Was? Frau Klein ist im Krankenhaus. St. Peter Krankenhaus. Mit wem spreche ich? Bitte, ich möchte wissen, mit wem ich gesprochen habe. Aufgelegt. Unverschämtheit. Mann oder Frau? Ein Mann wollte Frau Klein sprechen. Ich habe gesagt, dass sie im Krankenhaus ist. Dann hat er einfach aufgelegt. Herr Meier. Meier 2. Ja, schon da. Gehen Sie ins Krankenhaus, stellen Sie fest, ob und wer Frau Klein besucht. Jetzt gleich. Ja, ich bin schon weg. Mann, Mann, Mann. Frau Bogdan. Hat das was zu bedeuten, wenn Sie sowas machen? Erzählen Sie mal was über die beiden Clans. Also, Sie sind gut. Frau Bogdan, da ist ein Mann erschossen worden. Ich habe einen Mord aufzuklären. Haben wir uns verstanden? Ich frage ja nicht aus Neugierde. Also, wie war die Ehe? Wie war die Ehe? Also, geliebt haben sie sich nicht mehr. Aber wer liebt schon wen noch nach 10 Jahren Ehe? Trotzdem waren sie freundlich miteinander. Ja, wenn was Wichtiges war, das haben sie nicht von mir besprochen. Beide waren Spieler, wussten sie das? Nee. Woher soll ich das wissen? Roulette? Roulette meistens. Baccarat. Ich glaube, das Spielcasino, das hat sie zusammengehalten. Kinder hatten sie keine, wollten sie auch gar nicht. Ja, wie haben sie das finanziert? Oder haben die immer gewonnen? Gewonnen. Der Laden hat das gerade so getragen. Gerade so. Ich habe ja noch bis vor einem Jahr die Buchhaltung gemacht. Und dann wollten sie das selber machen. Noch eins kann ich Ihnen sagen. Die Ware war hoffnungslos unterversichert. Warum? Warum? Die Prämien sind unheimlich hoch. Ich weiß wirklich nicht, was sie von der Versicherung wiederkriegen wird. Vielleicht hat er sich deswegen gegen den Überfall gewehrt und hat deswegen die Pistole gezogen. Ja, vielleicht. Andererseits. Was überlegen Sie? Mir ist gerade aufgefallen, wie schnell man Schwarz und Weiß verteilt, wenn man über zwei Menschen redet. Auch wenn man es gar nicht will. Was ist ja auch vielleicht gar nicht wichtig. Was ist nicht wichtig? Ach, ich weiß nicht. Vor einem Jahr haben die beiden eine Lebensversicherung auf ihn abgeschlossen. Naja, ich habe die Police in Händen gehabt. Sie war abgeschlossen über 500.000. Bei Todesfall 1 Million. Wer ist der Begünstigte? Wer? Na, Sie! Frau Klein. Ja? Entschuldigen Sie bitte, wo ist das Zimmer für Frau Klein? Sind Sie mit Zimmer 514 vor der Rechts?
Die Schwester hat gesagt, nur noch 5 Minuten. Das gilt vielleicht für dich. Sicher nicht allein für mich. Mein Gott, hört auf, euch zu streiten. Sie sind mir doch nicht böse. Nein, warum sollte ich? Mir wird vorne immer schlecht. Oh, jetzt rechts rum. Ja, ich finde schon hin. Ja? Ich bin's. Können Sie mich verstehen? Ja, Gerd. Es ist aber schön, dass du wieder da bist. Ich bin ja gar nicht da. Ich bin noch in Italien. Ich wollte nur sagen, ich komme früher wieder. Ja, mach mal. Ich habe schon richtig... ja, wie soll man das ausdrücken? Sagen Sie es ruhig. Sehnsucht. Na ja, hör mal. Naja, du fehlst mir, nicht? Vermisst dich richtig. Also von mir aus auch so. Ich beeil mich. Ja, ciao. Ja. Wiedersehen, bis bald. Darf ich Sie mal was fragen? Ja, gerne. Sind Sie verheiratet? Ja, ich war. Nach 20 Jahren geschieden. Ich kann meine Frau vollkommen verstehen, dass sie mich verlassen hat. Warum fragen Sie? Weil ich auch allein bin. Ledig bin oder neugierig bin. Sie können sich's aussuchen. Ja, das ist schön, dass du wieder da bist. Wie war's denn in Italien? Ja, sehr schön. Angela ist mir abgehauen. Gekracht und getrennt. Eigentlich wollte sie sowieso lieber nach Frankreich als nach Italien. Naja, was soll man dazu sagen? Oh, da brauchen Sie nichts dazu sagen. Dann haben Sie mir noch beide Fotoapparate geklaut. Die italienischen Kollegen haben sich riesig gefreut, einen deutschen Polizisten kennenzulernen. Das war ja ein richtig erholsamer Urlaub. Ja, ja. Hast du dich über das Ding hier schon informiert? Nur ganz oberflächlich. Ich bin ja gerade erst gekommen. Eigentlich könnte ich auch zu Hause sitzen, oder? Außer, dass er Spieler war, sprechen über den toten Juwelier alle nur Gutes. Er ist in einem Heim aufgewachsen, keine Eltern, keine Verwandte. Seit Jahren im Karateclub, Lehrer dort, viele Siege. Außerdem Waffennah, Sportschütze, Kombatschütze. Das ist die Angestellte Frau Bogdan, sehr freundlich, sehr gesprächig, ledig. Über die Witwe kann ich dir noch nicht viel sagen. Die ist auch Spielerin, früher Model. Die Herrschaften hinter ihr sind ihre Eltern. Das ist Herr Aust, Ingenieur, seit 3 Jahren arbeitslos. Und der war bis vor 10 Jahren mit der Witwe verheiratet. Er lebt nicht unaufwendig, sehr verschuldet, auch vorbestraft, Betrug. Und das ist ihre langjährige Freundin, Frau Dr. Carola Stephan, Fachärztin. Das ist der seltene Fall einer Chirurgin. Herrgott, nochmal. Selbst zum Fotografieren ist der zu blöd. Wer ist denn das? Ja. Der traurige Seehund da. Ja, das ist Peter Willi Rostow. Der ist Versicherungsdetektiv.
Der ist hier, damit ihm einfällt, wie man aus einem Ermordeten einen Selbstmörder machen könnte. Und wieso soll ihm das einfallen? Weil die Witwe sonst eine Million ausbezahlt bekommen muss von der Lebensversicherung. Oder soll. Gut, was? Wie gehabt? Vor einem Jahr abgeschlossen, die Lebensversicherung. Und? Jetzt kommt der Punkt, hä? Ja. Die Waffe, die der Juwelier gezogen hat, um sich zu verteidigen, die war nicht geladen. Das passiert einem Spezialisten wie dem nicht. Das Magazin war drin, aber keine Patrone im Magazin, auch keine im Lauf. Nicht schlecht. In so einer Situation macht so einer so etwas nicht. Er zieht keine ungeladene Waffe. Außer er weiß, es ist sein Tod. Also müssen wir den suchen, der diese Waffe entladen hat. Gut, dass ich ihn noch erwischt habe. Für wen ist das gut? Für mich, Herr Köster, weil ich Sie was fragen kann. Nämlich, warum Sie auf der Beerdigung haben fotografieren lassen eben. Herr Rostock, das ist mein Geschäft hier. Und ich werde den Teufel tun und Ihnen sagen, warum bei der Beerdigung fotografiert wurde. Wurde denn da fotografiert? Doch, doch, da war einer. So? Wissen Sie, meine Versicherung ist misstrauisch. Ja, ja, eine Million ist viel Geld und Misstrauen gehört zum Geschäft. Jedenfalls, wir werden Ihre Ermittlungen noch machen. Hat denn Frau Klein schon einen Antrag auf Auszahlung gestellt? Herr Köster, so dumm ist sie nicht. Wiedersehen, Herr Köster. Wiedersehen. Herr Rostock, Sie sehen gut aus. Bleiben Sie gesund. Was hältst du davon, wenn der Überfall gar kein Überfall war, sondern wenn er nur dazu gedient hat, einen Mord zu verdecken? Sie denken sehr perspektivisch. Es gibt in der Kriminalwissenschaft nur ganz wenig philosophische Sätze. Einer davon heißt, der Verdacht ist manchmal der Anfang der Wahrheit. Gut? Sehr gut. Sie waren auf der Beerdigung. Warum waren Sie auf der Beerdigung? Eigentlich ist das alles furchtbar. Was ist furchtbar? Ich ertappe mich dabei. Immer wieder stelle ich fest, dass ich mir meine Mitbürger nur mit Dreck am Stecken vorstellen kann. Rücksichtslos, brutal, gemein, vorbestraft. Ich weiß, dass das nicht so ist, aber ich habe leider nichts anderes gesehen. Mein Beileid habe ich Ihnen ja schon ausgesprochen. Jetzt müsste ich Ihnen eigentlich gratulieren. Wieso? Wozu? Sie werden Millionärin. 1 Million. Herr Köster, das Aber Geld... Aber die Versicherung wird nicht zahlen. Die wollen erst meine Ermittlungen abwarten. Wussten Sie das? Haben Sie die Auszahlung schon beantragt? Ja, vorhin. Gleich nach der Beerdigung. Können Sie mir sagen, was das soll? Was wollen Sie von mir? Habe ich etwa den Laden überfallen oder meinen Mann getötet oder was habe ich? Entschuldigung. Wir sind unterversichert, total unterversichert. Ich werde das Geld von der Versicherung brauchen. Das von der Lebensversicherung. Ihr Mann und Sie waren Spieler. Ja und? Kommen Sie, setzen wir uns doch wieder. Da hat Ihr Mann immer gesessen, nicht? Ja. Wie ist eigentlich Ihr Verhältnis zu Ihrem geschiedenen Mann? Wie soll das gewesen sein? Das haben Sie ja gesehen auf der Beerdigung. Wie unter normalen Menschen.
Soll das ein Verhör sein? Nein, es ist eigentlich mehr eine Information. Und wie ist Ihre Beziehung zu Ihrer Freundin? Dr. Stefan. Wir kennen uns von klein auf. Wir sind zusammen in die Schule gegangen. Also, wenn Sie es genau wissen wollen, wir haben ein Verhältnis miteinander. Hat Ihnen Frau Bogdan das nicht erzählt? Nein, das hat sie nicht. Ich weiß ja nicht, ob Sie was damit anfangen können. Muss ich nicht unbedingt, privat nicht. Sie hätten das ja sowieso alles erfahren. Wusste Ihr Mann von dem lesbischen Verhältnis? Natürlich. Das können Sie sich alles nicht vorstellen, was? Doch, das kann ich mir absolut vorstellen. Was soll das? Sie kennen die Waffe. Ja, das ist die Pistole von meinem Mann. Nehmen Sie bitte mal das Magazin raus. Ich werde diese Waffe nicht anfassen. Ich hasse Waffen, ich kann das nicht. Ich habe Waffen immer gehasst. Aber Ihr Mann hatte doch eine Leidenschaft für Waffen und den haben Sie doch geliebt. Nicht? Was hat das damit zu tun? War Ihr geschiedener Mann jemals hier im Laden? Was? Ob Ihr geschiedener Mann jemals hier im Laden war? Nein, mein geschiedener Mann war nie in diesem Laden. Frau Klan! Er konnte meinen Mann nicht leiden. Er ihn übrigens auch nicht. Überlegen Sie bitte mal genau. War Ihr geschiedener Mann jemals hier im Laden? Nein, mein geschiedener Mann war nie in diesem Laden. Sie lügen. Juwelier Klan? Für Sie. Ja. Nein, ich gehe in den Wagen. Was wollen Sie verbergen? Was verdecken Sie? Wen wollen Sie schützen? Sie haben mich eben belogen. Ihr geschiedener Mann war im Laden. Wir haben seine Fingerabdrücke hier am Tresen gefunden. Wir kennen die Fingerabdrücke, denn er ist vorbestraft. So muss denn so eine Wohnung ausgerechnet hier gegenüber sein. Gestern hätten die Handwerker mit dem Umbau anfangen sollen. Ja, dafür kann ich mir nichts kaufen. Was denkst du jetzt? Was ich denke? Ja, du denkst, ich bin stur, nicht? Weil ja nichts mehr stimmt, weil sie ja tot ist. Trotzdem, von allen, die ich kenne, konnte nur sie an die Waffe. Sie, seine Frau, hat die Waffe entladen. Sie hat zu mir gesagt, sie könnte keine Waffen anfassen. Aber bevor sie mir nachkam an die Tür, da hat sie die Waffe angefasst. Die lag dann nämlich anders auf dem Tisch. Sie ist die Begünstigte für 1 Million von der Lebensversicherung. Und sie hat gelogen. Ihr geschiedener Mann war im Laden. Wir haben die Fingerabdrücke am Tresen gefunden. Du denkst, ich bin stur, nicht? Weil sie ja tot ist. Nein, das denke ich nicht. Du hast aber eben so aus... Nein, überhaupt. Kenn dich doch, du hast so... Wirklich nicht, dafür kenne ich sie doch viel zu lang. Du hast aber so ausgesehen. Ja. Also gut, dann gehen wir davon aus, dass von hier aus geschossen wurde. Nicht, meine Herren? Die Nachbarn sagen, die Tür wäre immer auf gewesen und der Hausmeister sagt, sie wäre immer zu gewesen. Ja, und sonst? Nichts. Was bei dir, Martin? Es gibt keine Zeugen. Mhm. Wo wollen Sie denn hin? Zu den alten Eltern von Frau Klar. Irgendjemand muss es Ihnen ja sagen. Aber da brauchen Sie doch die Adresse. Ja, natürlich, danke schön. Lass mal den geschiedenen Mann observieren, den Herrn Aust, rund um die Uhr. Und auch die Freundin, Frau Dr. Stefan. Irgendwas stimmt bei den beiden nicht. Irgendwas stimmt bei der ganzen Geschichte nicht.
Herr Aust? Ja? Entschuldigen Sie, ich habe vorne geklingelt. Es hat niemand aufgemacht. Da bin ich durch den Garten. Sie haben aber eine komische Art, hier reinzukommen. Bitte setzen Sie sich doch. Nein, ich muss eigentlich gleich wieder weiter. Ich will doch zu den Eltern von Frau Klein. Was wollen Sie denn von denen? Die beiden sind schon sehr alt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was Sie von denen wollen. Ich muss Ihnen doch sagen, dass Ihre Tochter erschossen worden ist. Bitte? Frau Klein ist erschossen worden. In ihrem Laden vor 2 Stunden. Hat Ihnen das noch niemand gesagt? Ich habe gedacht, Sie wüssten es schon. Ach, das tut mir aber leid. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, ja. Ich weiß auch immer nicht, was ich in solchen Augenblicken sagen soll. Ja. Na ja. Das Leben geht weiter. Darf ich Sie jetzt das fragen, weswegen ich zu Ihnen gekommen bin? Wie haben Sie eigentlich erfahren, dass Herr Klein erschossen worden ist? Sie waren doch gleich danach im Krankenhaus bei Frau Klein. Entschuldigung. Wie ich das erfahren habe? Ja. Ich habe zufällig im Laden angerufen und das war kurz danach, nachdem es passiert war. Wer war denn da am Telefon? Wer da am Telefon war? Ja. Frau... Naja, Frau Bogdan war am Telefon. Frau Bogdan? Ja, Frau Bogdan. Sehen Sie, das war schon alles. Dankeschön, Herr Aust. Wissen Sie, was mir auffällt? Sie fragen gar nicht, Sie fragen gar nicht nach dem Tod von Frau Klan. Sie fragen nicht, warum und wann und wie und nichts. Ich kann es noch gar nicht richtig fassen. Waren Sie jemals in dem Juwelierladen? Nein. Verenas Mann konnte mich nicht leiden und... Und? Und ich ihn auch nicht, ehrlich gesagt. Animosität, ja, kann ich verstehen. So, da gehe ich mal wieder. Ja. Nein, ich gehe da raus, wo ich gekommen bin. Sagen Sie, lesen Sie immer so viel Zeitungen? So durcheinander und so hastig? Nein, ich habe nur die Kinoanzeigen gesucht. Die Kinoanzeigen kommen freitags. Heute ist Donnerstag. Wiederschauen, Herr Aust. Ja, stimmt eigentlich. Stefan? Hallo. Hallo. Stefan. War niemand dran. Danke. Mein Gott, Sie können ja richtig erschrecken. Oh, das wollte ich nicht, Frau Doktor. Wir haben uns doch bei der Beerdigung schon mal gesehen. Könnte ich Sie mal ungestört sprechen? Na, also so schön bin ich nur wirklich nicht, dass Sie mich so intensiv ansehen. Wenn Sie mit Ihren Beobachtungen fertig sind, könnten wir dann mal zusammensprechen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, was Sie von mir wollen. Nein? Bitte? Oh. Ist irgendwas? Naja, ich bin es nicht gewöhnt, dass eine Dame mir die Tür aufmacht und mir den Vortritt lässt. Bitte. So, jetzt muss ich also wieder furchtbar mit der Tür ins Haus fahren. Sie haben ein Verhältnis mit Frau Klan. Ja? Hat Verena Ihnen das erzählt? Ja. Moment, Frau Doktor. Ach, kann man aus unserem Verhältnis irgendwas ableiten? Zunächst nicht. Wenn man Sie nach dem Charakter von Herrn Aust fragt, was würden Sie da sagen? Miesling. Angeber. Ah, widerlicher Kerl. Ich habe Verena in diesem Punkt nie verstanden. Nie. Und Werner Klein? Den mochte ich.
Warum, Frau Doktor? Warum? Weil wir uns ähnlich waren. Ja, wahrscheinlich ist das der Grund. Glaube ich jedenfalls. Ja, wir waren uns sehr ähnlich. Augenblick. Moment. Herr Köster, ich möchte jetzt telefonieren. Meinetwegen können Sie ja ruhig zuhören. Warten Sie noch. Herr Köster, ich bin nicht Ihr kleines Mädchen. Waren Sie eifersüchtig auf Herrn Clown? Ja, das war ich. Und wie ich das war. Wissen Sie, was ich jetzt denke? Nein. Oder doch? Vielleicht glauben Sie, dass ich Werner Clan umgebracht habe. Möglich ist alles. Das hat mein Strafrichter zu mir gesagt. Möglich ist alles. Aber ich bin kein Strafrichter. Ich weiß es nicht. Vielleicht wollten Sie ihn loswerden. Vielleicht sollte der Überfall einen Mord kaschieren. Kann man es auch sehen. Gehen Sie. Ich kann Sie auch rauswerfen lassen. Nein, das können Sie nicht. Was sehen Sie mich denn so an? Ist irgendwas? Dann sagen Sie es. Irgendwas ist doch. Sie können Frau Klein jetzt nicht anrufen. Und warum nicht? Sie ist vor 2 Stunden erschossen worden. Wollen Sie mir jetzt was sagen? Ich habe nichts mehr zu sagen. Mein Gott, ist das wahr? Wie ist das denn passiert? Ja, das könnte ich Sie fragen. Ich will zu den Eltern von Frau Klan. Was machen Sie denn hier? Kommen Sie rein. Was machen Sie hier? Ich kümmere mich um die alten Eltern von Frau Klan. Ja, schon seit Jahren. Was gucken Sie so? Wusste Frau Klan das? Ja, natürlich. Sie waren seit Jahren überworfen. Sie sprachen nicht mehr miteinander. Weswegen? Sie mochten Werner Clan nicht. Die Spielcasinos, all das. Wo sind die jetzt, die Eltern? Oben. Die machen Mittagsschlaf. Sie sind beide 80. Warum fragen Sie mich nicht, was ich hier will? Ja, das stimmt. Was wollen Sie hier? Frau Clan ist erschossen worden. Ja, ich bin hier, um das den Eltern zu sagen. Wie? Ich verstehe gar nicht. Wie? Warum mich gar nicht zu fragen, wie oder was? Ich weiß es auch nicht. Sie sind ja im Laden erschossen worden, durch die Scheibe von außen. Das ist ja furchtbar. Ich meine, das ist ja ganz furchtbar für die beiden alten Leute. Ich meine auch, ich bin völlig durcheinander. Ja, ja, das kann ich verstehen. Darf ich Sie was fragen? Bitte fragen Sie. Der Mann am Telefon, als der Herr Clan erschossen wurde, hat er gesagt, wer er ist? Nein, Sie waren doch dabei. Und die Stimme haben Sie auch nicht erkannt? Nein, hab ich nicht. Gibt es außer Ihnen noch jemand, der sich hier um die alten Herrschaften kümmert?
Ja, Herr Aust hat auch immer Kontakt behalten. Herr Aust? Ja. Den mögen Sie nämlich ganz gern, im Gegensatz zu Herrn Klan. Darf ich Sie noch was fragen? Bitte. Wie stehen Sie zu Herrn Aust? Wie man so zu jemandem steht halt. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie so viel frage. Ich habe ja jetzt eigentlich nur Sie noch zum Fragen, nicht? Und Herrn Aust. Frau Dr. Stephan. Ah ja, ja. Frau Dr. Stephan. Hat Frau Klein ein Testament gemacht? Wissen Sie das zufällig? Ich meine, sehr viel Geld, nicht? Das ist 1 Million. Sie ist ja zwar tot, aber die Versicherung muss doch zahlen. Ich glaube nicht, dass sie ein Testament gemacht hat. Sie war ja noch jung. Wer denkt da an ein Testament? Hat sie Geschwister? Nein. Ah, dann kriegen die Eltern das Geld. Ja, die Eltern. Mhm. Haben die ein Testament gemacht? Wissen Sie das zufällig? Sie haben ihre Tochter enterbt. Danach haben sie, soviel ich weiß, keins mehr gemacht. Das war vor 5 Jahren. Tja, was wird denn da mit dem vielen Geld? 1 Million. Ja, Gisela, das ist der Besuch. Es ist was Furchtbares passiert. Es tut mir leid. Es ist eine ausdrückliche Anweisung des zuständigen Hauptkommissars. Niemand darf zu der Toten. Das gilt auch für Sie, Frau Kollegin. Tut mir leid. Danke. Bitte. Gott, der bringt mich um. Immer ich muss mit solchen Nachrichten kommen. Also war's das jetzt? Das ist nicht nur ein Gefühl. Irgendjemand hat der Geschichte plötzlich eine Wendung gegeben. Eine Wendung, die nicht vorgesehen war. Und dabei geht's genau um 3 Menschen. Wolfgang Aust, Gisela Bogdan und Frau Dr. Stephan. Im Schnittpunkt dieser 3, da liegt die Lösung. Geht um 1 Million, auch um Hass, Liebe, auch irgendwie darum. Was ist? Es tut mir leid, Herr Köster. Ja, mir auch. Was ist? Mir ist, uns ist da was passiert. Schon wieder? Frau Bogdan muss schon kurz nach Ihnen weggegangen sein. Jedenfalls, als wir ankamen, war sie nicht mehr da. Bei den beiden Alten ist jetzt der Arzt. Wir versuchen gerade das Kennzeichen von Frau Bogdans Wagen rauszukriegen. Was ist mit Frau Dr. Stephan? Frau Dr. Stephan hat gerade das Gerichtsmedizinische Institut verlassen. Break! A card in my life, a card in my way. Nowhere better. Nowhere better. Break! A card in my mind. Wahlstraße Richtung Fürstenplatz. Frau Dr. Stephan lebt sehr zurückgezogen. Sie hat für sich und ihre Freundin Verena Klan ein Grundstück auf den Bahamas gekauft. Für fast 500.000. Aber dann hatte sie kein Geld mehr zum Bauen. Hatten Sie? Was? Hatten Sie kein Geld mehr zum Bauen, Verena Klan und Frau Dr. Stephan? Ach so. Na ja. Ja, ja, aber das andere ist auch nicht schlecht, ne? Beide, Verena Klan und Carola Stephan, wollten sich gegenseitig als Erben einsetzen in ihren Testamenten. Das sagt der Bruder von der Stephan. Aber zu diesen Testamenten ist es nicht gekommen, sagt der Bruder. Die ganze Familie ist mit ihr zerstritten. Es entwickelt sich. Es entwickelt sich. Moment, ich hab da noch was. Carola Stephan ist im gleichen Schützenclub, wie der Klan war. Und? Das heißt,
Die Scheine, die man braucht, also die für die Waffen, ja, die hat sie alle. Na, sag mal, da haben wir ja richtig in was reingefasst. Was ist? Ich wollte nur sagen, der Wolfgang Aus, der ist jetzt auch losgefahren. Gib mal wieder einen Standort durch. Herr Aust fährt Richtung Fürstenplatz. Sie sind seit Jahren miteinander befreundet. Er und die Bogdan. Sie hat ihm auch immer wieder Geld geliehen. Manche sahen, es sind fast 100.000. Sie haben gemeinsam irgendwo eine Jagdhütte. Und dann habe ich einen Freund getroffen, der ist gar nicht so gut auf ihn zu sprechen. Den hat er auch angepumpt. Der sagt, er hätte ihn neulich in einer Kneipe beobachtet, als er versuchte, sich ein Alibi zu verschaffen. Für welche Zeit? Ja, das konnte mir leider nicht sagen. Also, es sieht so aus, als fahren beide in eine Richtung. Wer beide? Es sieht so aus, als hätten sich Frau Dr. Stefan und der Aust irgendwo verabredet. Sie fahren beide in eine Richtung aus der Stadt? Ich weiß nicht. Sollten wir sie nicht festnehmen? Aufgrund von was? Ich kann ihr 10-mal behaupten, Wolfgang Aust hat die beiden Clans erschossen. Ich kann 20-mal behaupten, zu dem Mord an Werner Clan haben ihn Frau Clan und Frau Dr. Stefan angestiftet. Aber kann ich das beweisen? Nee, kann ich doch nicht. Also, los, kümmert euch um die beiden, die da rausfahren. Dass nichts schief geht. Break a card in my life, a card in my world. Frau Bogdan möchte Sie bitte sprechen. Lassen Sie sie rein. Kommen Sie bitte. Bitte. Ich habe auf Sie gewartet. Sie haben auf mich gewartet? Ich wusste, dass Sie kommen. Dann ist es ja gut, dass ich da bin, ehe Sie auf irgendwelche Gedanken kommen. Was für Gedanken?
Ich habe nicht gewusst, dass die beiden alten Herrschaften mich als Erben eingesetzt hatten, weil ich sie die ganze Zeit betreut habe. Für 1 Million. Das wollte ich Ihnen sagen. Ich habe das wirklich nicht gewusst. Ja, dann kann ich ja jetzt wieder gehen. Nein, das können Sie leider nicht. Wie soll ich das verstehen? Weil ich Sie festnehmen muss. Wegen Anstiftung zum Mord an Frau Klahn. Das ist ja lächerlich. Sie haben gewusst, dass Sie das Geld von den alten Herrschaften kriegen. Sie und Herr Aust. Sind Sie wahnsinnig? Wie wollen Sie das beweisen? Frau Dr. Stephan hat versucht, Herrn Aust zu erschießen, in der richtigen Annahme, dass er es war, der Frau Klahn erschossen hat. Aber sie hat ihn nur angeschossen und er hat uns erzählt, wie alles gewesen ist. Frau Klahn und Frau Dr. Stephan haben ihn als Killer engagiert, um Herrn Klahn zu erschießen. Und Sie, Frau Bogdan, sind ihm draufgekommen und haben ihn erpresst, Frau Klahn zu erschießen. Und die Million, die wollten Sie mit ihm teilen. Ich möchte einen Anwalt. Bitte, da ist das Telefon. Break. It cut in my life, it cut in my way. She is gone.